Hallo. Ja, ich möchte jetzt auch nochmal an einem kleinen Tag teilnehmen, weil ich in der letzten Zeit einfach ja wie vom Erdboden verschluckt war. Ich nehme auch diesen berühmt-berüchtigten Was ist in meiner Schminktasche. Der Grund, warum ich ihn jetzt nehme heute, ist, dass es bei mir super kurz sein wird. Also, naja, für Beauty-Guru-Standards wird das echt katastrophal ausfallen wahrscheinlich. Und das ist jetzt eigentlich schon meine große Ausstattung. Also zur Tasche, die habe ich zu Weihnachten bekommen von einer lieben Freundin. Und das Coole ist, dass die so gewachst ist. Also da ist es dann, wenn mal was ausläuft und so überhaupt nicht schlimm. Davor hatte ich eine, die war selber genäht. Und ja, die war schon ganz schön fleckig, die muss ich jetzt erstmal waschen. Aber naja, eine selber genähte ist auch schön. Ich fange einfach mal an. Das ist übrigens so die Ausstattung, die ich so mit zur Arbeit nehme momentan. Die habe ich zwar dabei, aber ich benutze sie trotzdem eigentlich nie. Weil, also, das Täschchen mitnehmen und dann auf die Toilette laufen, das wäre mir irgendwie, weiß ich auch nicht. Also, das ist bei uns einfach nicht so. Aber ich fange mal an. Ich habe dabei mein Puder von Manhattan. Das ist super gut. Also, ich habe im High-End-Bereich noch kein Produkt gefunden, was jetzt dieses Manhattan-Puder schlägt. Deswegen benutze ich das immer noch. Das ist, glaube ich, jetzt schon mein fünftes oder so. Farbe ist, glaube ich, Vanilla. Genau. Dann habe ich dabei den Concealer von MAC. Der Studio Finish Concealer in NC15. Falls man mal was nachbessern muss oder so, immer gut. Dann habe ich dabei einen Beauty Powder von MAC und der einzige Grund, warum ich das momentan dabei habe, ist, dass es einen Spiegel hat, weil ich mein Spiegelchen gerade irgendwie verloren habe. Ich will jetzt aber nicht irgendwie Rouge oder ähnliches nachlegen. Die Farbe ist aber eigentlich ganz gut, die kann man auch für die Kontur nehmen, also eigentlich ist es ein Allrounder. Die Farbe heißt Rosé. Oder Rose, je nachdem. Ja, dann habe ich nur noch 3 Lippenprodukte dabei und das war es eigentlich schon. Wobei eins fehlt und zwar habe ich aus London noch diesen Lippenbalsam in diesem kleinen, ja, wie nennt man das denn jetzt? Nicht Tübchen. In so einem Tiegel ist der drin aus Metall und den habe ich aber in meiner Handtasche so drin und den benutze ich dann auch hin und wieder mal. Also der fehlt jetzt, den müsst ihr euch noch dazu denken. Und zwar habe ich hier momentan 2 Lippenstifte, die ich einfach letzte Woche getragen habe. Deswegen sind die da noch drin. Das ist einmal der Dior Rare Amber. Genau. Habt ihr jetzt ja schon öfter bei mir gesehen. Der sieht so aus. Sehr schön. Und weil ich ihn einfach in der letzten Woche eigentlich nonstop getragen habe. Von Chanel, der Rouge Coco Mademoiselle Nummer 5. Sieht so aus. Und ein Gloss habe ich auch dabei, einfach wenn ich mal, wie gesagt, keine Zeit habe, den Lippenstift nachzuziehen, aber es soll irgendwie ein bisschen ordentlich aussehen und ein bisschen nach was aussehen. Und zwar habe ich momentan von Essence das Cute as Hell Lip Gloss in der Farbe. Steht nicht mehr drauf, kann man nicht mehr lesen. Aber der gibt eigentlich kaum Farbe ab, den kann man super über alles drüber tun und ja, man sieht dann davon nichts mehr. Das war es auch schon. Also sonst habe ich hier, wie gesagt, leider nichts drin. Ich habe natürlich noch Tempus in der Tasche und ja, jeglichen Kram. Dafür habe ich unendlich viele Notizbücher in meiner Tasche. Also vielleicht könnten wir einen neuen Tag erfinden. Wer hat die meisten Kalender, Notizbücher, Moleskine, Bücher in seiner Tasche? Da wäre ich dann ganz vorne mit dabei. Aber bei der Schminktasche kann ich leider nicht so, naja, nicht so punkten. Aber man muss auch gar nicht so viel dabei haben. Meiner Meinung nach, weil das schleppt man sowieso nur mit sich rum und benutzt das in 99% der Fälle nicht. Ja, aber trotz alledem würde es mich interessieren, was ihr in eurer Schminktasche habt. Oder vielleicht habt ihr auch einen super Tipp. Also Handcreme fehlt bei mir jetzt natürlich total, das weiß ich auch. Ich finde meine momentan nicht mehr, aber sowas wäre natürlich was, was ich auch noch gerne einpacken würde. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall über eure Kommentare und ja, Nachrichten. Und ein ganz, ganz großes Dankeschön noch am Ende. Und zwar habt ihr so, so fleißig für mich abgestimmt und für die Easy natürlich auch. Und wir haben tatsächlich diesen 81 Hours Contest gewonnen. Also wirklich vielen, 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 vielen Dank. Leider können wir euch gerade noch keine Infos geben, was jetzt das T-Shirt angeht. Also ich kriege ganz viele Nachrichten, wo man das dann jetzt kaufen kann. Ja, also die Gewinner für die Überraschungspakete wurden schon auf meinem Blog bekannt gegeben. Und sobald ich Infos habe, was dann jetzt so das T-Shirt an sich angeht, mache ich entweder nochmal ein Video dazu für euch oder ich erwähne es und mache einen Post dazu und verlinke den in der Infobox. Ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss!